4 Meter tief und 10 Meter im Durchmesser. Das Loch, das nach der Sprengung der 500 Kilogramm Fliegerbombe entstanden ist, ist das einzige, was von dem Weltkriegsüberbleibsel geblieben ist. Am Dienstagnachmittag wurde im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung durch Hessenmobil auf der Baustelle zwischen dem Offenbacher Kreuz und Obertshausen eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die zuständigen Stellen ergriffen sofort die nötigen Maßnahmen und sperrten das Gebiet und die Autobahn rund um die Fundstelle weiträumig ab. Wir haben dann dafür gesorgt, dass hier in den umliegenden Waldgebieten sowie auch in mehreren Häusern keine Leute mehr aufenthältlich sind. Das heißt also, wir haben die Streifen durch den Wald geschickt, haben Fußgänger, Radfahrer, Jogger doch gebeten, hinter die Sicherheitslinie zu gehen, haben auch in den Häusern die Leute angesprochen und ihnen gesagt, um was es geht. Die meisten waren sofort bereit, mitzukommen und wir haben sie dann auch betreut. Um 21.45 Uhr, also schon in der Dunkelheit, führte der Sprengmeister schließlich eine kontrollierte Sprengung durch. Währenddessen wurde sichergestellt, dass unter anderem der Luftraum über der Fundstelle frei von Flugzeugen war. Dies führte zu Verspätungen am Frankfurter Flughafen. Heute Mittag nun besuchte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir die Baustelle, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er lobte das professionelle Vorgehen der Mitarbeiter von Hessenmobil und dem Kampfmittelräumdienst. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Donnerstag andauern. Solange bleibt die A3 örtlich gesperrt. Autofahrer und Reisende müssen sich also noch in Geduld üben.